Hi. Tja, Kinderlieder sind nicht irgendwie schwere Steine und liegen die ganze Zeit auf dem Boden herum und bewegen sich nicht. Nein, die steigen irgendwie wie von alleine empor, wie Luftballons und werden vom Winde auf der ganzen Welt verbreitet, sodass irgendwie alle Menschen so nach und nach alle Lieder von allen Ländern kennenlernen. Ja, ne? Ist irgendwie Weltmusik, diese Kinderlieder. Das nächste Lied heißt auch deshalb Weltmusik. Geschrieben hat Musik und Text Wolfgang Spode. Ja, und ich spiele euch das jetzt einfach mal vor. Dauert ein bisschen das Lied. Manche Kinder in Peru, die sind grad so alt wie du. Horch, sie singen eine Weise und ihr Lied geht auf. In Paris am Eiffelturm wühlt ein kleiner Regenwurm. Horch, er singt ne kleine Weise und sein Lied geht auf die Reise wie ein bunter Luftballon. Manche Kinder auf der Welt wohnen im indigenen Zelt. Horch, sie singen eine Weise und ihr Lied geht auf die Reise wie ein bunter Luftballon. Fliegt die Melodie davon. Der Walfisch Jonathan schwimmt im stillen Ozean. Horch, er singt ne kleine Weise und sein Lied geht auf die Reise wie ein bunter Luftballon. Fliegt die Melodie davon. Stell dir vor, in Labrador singt jetzt grad ein Kinderchor. Horch, sie singen eine Weise und ihr Lied geht auf die Reise wie ein bunter Luftballon. Fliegt die Melodie davon. Kreuz und quer.
Lande Israel liegt am Strande ein Kamel. Horch, es singt ne kleine Waise und das Lied geht auf die Reise wie ein bunter Luftballon. Gibt's in Afrika, sogar in der Sahara. Horch, sie singen eine Weise und ihr Lied geht auf die Reise wie ein bunter Luftballon. In diesem Augenblick machen wir hier Weltmusik, denn wir singen eine Weise, schicken sie dann auf die Reise wie ein bunter Luftballon. Fliegt die Melodie davon. Ganzen Welt umher.